Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft mit mir, TurboP, MaviLP und The Shock LP. Hi. Wie wir gerade erfahren haben, hat der Marc einen neuen Skin und das ist natürlich voll krass. Ja. Voll krass. Sieht man hier so ein bisschen. Endlich mal ein eigener Skin, der ist selbst gemacht, komplett. Also, hallo. Ich glaube, ich werde mit dem nächsten auch wieder machen. Neun. Aber. Fünf. Hallo. Rote Haare natürlich, wie es sich gehört. Knallrot sogar. Ja, ja, die sind knallrot, so rot, aber es ging nicht anders. Muss ich dem nicht sagen. Es ging nicht anders. Ja, ja, okay. Texture Pack hier immer noch Zeto Mix, ne? Misa HD. Bestes Texture Pack ever. Ja, ich find's nee, aber echt, ich muss ehrlich sagen, gefällt mir übertrieben. Ja, das ist auch geil. Na, ich möchte den Leuten halt mal was anderes zeigen außer Zeto Mix. Ja, na klar. Haben wir eigentlich noch Kohle? Ja. Ja, weil ich habe ja irgendwie letztens voll viel gefarmt und so. Ach so, klar, da ist erstmal ein kompletter Stack drin. Alter. Sonst nichts zu tun, oder was? Okay, hier rein. Hier rein. Ja, ich baue direkt mal eine Mauer hier weiter, damit hier die auch fertig kommen. Auch klar. Und das hat nämlich nachher so ein endless Projekt, was nie fertig wird, weil kein Bock mehr. Ich baue erstmal meinen Poolbereich. Was? Ja, Pool. Ich baue gerade meinen Poolbereich. Da muss ich sowieso erstmal was futtern. Den Pool hab halt, ne? Krass, was? Du hast nicht mal einen Pool, was du laberst. Nein, gar nicht. Nee, hast du auch nicht. Mangel. Doch, Alex hat einen Pool. Der hat einen See, so einen kleinen See vorm Haus, aber ist kein Pool. Ja, der hat zum Pool umgebaut. Ah ja, klar. Das muss der Alex mal kurz drin machen. Und so, Closestone ist auch schon drin. Mal gucken, da werden wir noch was hinkriegen. Ja, wieso baut ihr nicht eure eigenen Häuser? Ey, das ist doch viel cooler, wenn jeder ein eigenes Haus am Ende hat. Was denkst du denn, was der Marc gerade macht? Mauer bauen. Ja gut, aber an sich danach eine Festung. Echt verwirrt gerade. Komm, wir bauen Minas Tirith nach. Also ich bin jetzt hier noch Steine am holen, weil wir ja gleich hier, ich brauche, ja, was wollt die Mauer jetzt, hier wieder weiter hin und so machen und so. Holz brauche ich, ja. Warum verletzt du dich die ich ganze bin Zeit, Alex? Da, Schätzchen. Was haben wir hier drin? Oh. Hey! Nämlich nicht Schätzchen. Hm. Das war eine Karansage. Ich hab dich nicht geschlagen, sorry, das war der Wind. Nein, hallo! Sorry, der Wind, das ist der Wind. Der Wind ist irgendwie immer ein bisschen krass unterwegs hier, keine Ahnung. Nicht, dass ihr euch wieder tötet. Ach nee, nix. So, ich muss mir jetzt hier Sachen machen. Ja? Die Mauer was verwirrt du mich immer wieder. Das ist unglaublich, wie auf die mich verwirrt. Eine Schaufel und eine Spitzhacke. Dann heißt das hier hoch. Heißt, ich glaube, wir könnten noch eine Monsterfalle bauen. Damit wir leveln können ein bisschen. Das ja, Alex, dann mach das mal. Ja, jetzt finde ich eine gute Idee. Doch, Alex, warum nicht? Doch, mach das mal. Da war der typische Mute-Knopf von Alex. Oder irgendwas draufgehauen. Ich weiß nicht, was er immer macht. Aber Marc, wie hoch muss die Mauer sein? 4 überall, ne? Ja. Auch an den Ecken 4. Da hatte ich zwar immer 2 hoch gebaut. So, jetzt aber hier. Aber da muss dann insgesamt 4 nur sein. Dann müssen wir es ab hier wieder höher bauen. Was dann jetzt wieder für ein Baum hier? For the Baum hier. Ein Feuerzeug. Hab ich ein Feuerzeug? Bitte 1, kein 2, Feuerzeug. 3, 4. Marc und Feuerzeug, das ist immer eine geile Idee. Definiere geil. Ich hab meinen Spaß dabei. Nee. Ui, da sonst aber glaube ich auch niemand. Sobald ich in die Nähe von unserem Haus komme, irgendwas passiert dir, dass das übel anfängt zu laggen. Wahrscheinlich laggst du einfach. Das ist auch nicht mehr lustig, wie das laggt. Lass mich raten, einer von euch hat das Feuerzeug dabei. Das Feuerzeug? Ich glaube, jeder kann sich hier irgendwie auch sein eigenes machen, wenn er eins braucht, oder? Ja, wir haben eins. Oder haben wir ein Familienfeuerzeug hier? Wir haben ein Familienfeuerzeug bis jetzt. Ein Familienfeuerzeug. Oh, niedlich. Also ich habe mein eigenes. Alter, die Musik war wieder voll am Ausrasten hier. Mal diesen Weg hier. Hab nämlich hier schon so eine Art Weg gemacht. Wo? Weg. Wo? Ja, ich muss jetzt nur gucken, wie ich das mache. Das Kies? Ja, das ist Kies. Ja. Ich würde Cobblestone weiß ich nicht so. Ja, Cobblestone für den Weg? Nee, oder? Cobblestone für die Treppen auf dem Weg. Warte, ich muss einmal kurz rüber gucken.
Interessiert nicht wirklich. Naja. Naja, Alex, sorry, aber eher nicht so. Ja, was willst du? Ich sehe euch ja da hinten rumlaufen. Ich sehe euch ja da hinten rumlaufen. Ich würde eher sagen. Nicht Holz, sondern Brickstone. Ach, Marc, du sollst dir deine Rüstung wieder anziehen. Ja, das wäre eine Idee. Also, auch wenn dein Skin nicht. Achso, jetzt habt ihr alles so kalt. Ihr habt mir jetzt den Skin gesehen. Warte, Marc, wo bist du? Warte, ich komme zurück. Im Haus. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Hinten an der Mauer. Ach, da bist du, da hinten. An der Mauer. Nee, ja, irgendwie schaut scheiße aus. Hinter dem. Ja, da oben. Wie da oben? Du guckst mich quasi genau an. Ach, da hinten? Ja. Bis hier habe ich schon die Mauer gebaut. Nee. Ja, ich bin auch fast Alex. Also die wir machen ja hier, die einfache Mauer haben wir ja quasi schon fertig. Wir machen jetzt hier die. Ich kann dir gleich mal zeigen, was ich mit dem 4 hoch. In Anführungsstrichen. Ja, aber das macht keinen Sinn hier zu. Ja, hinter. Ich bin jetzt hinter der Mauer halt, weil ich hier gerade am Bauen bin. Ah, hallo. Hi. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Marc, komm mal, kannst du mal kurz hochkommen? Ich hab da hinten so zwei Steine gebaut, da kannst du hoch. Ja, hier musst du nämlich gucken, weil. Das ist Erde, ne? Erde. 1, 2, 3. Muss ich gleich mal gucken. Ja, nee, nur komm mal her, weil, guck mal, hier für einen kurzen Moment ist es hier zum Beispiel, warte, wo waren das? Genau, hier für 4, 5 Blöcke oder das ist es hier höher. Und dann geht's aber direkt wieder runter. Und da habe ich mir gedacht, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht da machen. Wo geht das höher und wieder runter? Naja, hier da. So. Quasi die von hier und dann noch irgendwie die paar Blöcke bis hier. Das ist eigentlich voll unnötig. Ich finde, man sollte auch ein bisschen aufs Aussehen achten. Ja, aber dass du wirklich jeden Höhenunterschied mitnimmst. Auch Marc, ich baue das jetzt erstmal so und wenn du am Ende noch irgendwas verändern willst, ja, dann mach du das mal meinetwegen. Weil ich habe da jetzt irgendwie keine Lust. Hier kommen Treppen hin, nur mal so, ne? Hier an die Dinger, in die Ecken. Habe ich Workbench dabei? Ja. Was machst du, Workbench? Nee, brauche ich nicht mehr, Leute. Ich habe das Viewbobbing gar nicht an, fällt mir auf. Was heißt denn das? Settings Viewbobbing. Dass du die Bewegung hier hast, diese Minecraft-Bewegung, wenn du dich bewegst. Das hier kann man an- und ausmachen, ne? Ja. Wie? Verstehe ich jetzt nicht? Dass ich, wenn ich was mache? Wenn deine Spitzhacke wackelt doch in der Hand, wenn du dich bewegst. Oder dein Stein oder irgendwas, ne? Was? Alter. Was wackelt in der Hand? Wenn du dich bewegst, dann wackelt da was du gerade in der Hand hast. Das wackelt dann so ein bisschen hin und her, ne? Ja. Das kann man aber ausschalten. Das hat sich aus. Oh, okay. Ja, keine Ahnung. Das ist standardmäßig an, glaube ich, bei mir. Bei mir sollte das auch so mäßig an sein. Nur in Adventure Maps ist das aus. Achso, ich keine Ahnung, ich habe das immer alles an. Ich ändere da nie was mit den Einstellungen. Wie sagen wir denn mal gleich halten? Lol, das ist ein Creeper, Marc! Ja. Das ist ein Creeper. Tötet den mal. Ich bin nicht da. Ja, aber ich werde. Okay, dann wird die Mauer explodieren. Geh doch einfach weg da. Ach, da ist der Spasti, komm doch her. Du denkst, du hast eine Chance gegen mich? Tot bist du, Junge. Okay, das war der Einzige, immerhin. Dann baue ich mich mal kurz. Habe ich irgendwas zum Hochbauen? Warum habe ich so viel Bullshit im Inventar? Oh Mist, jetzt habe ich ja hier die Steine benutzt, um. Ach, Feuerzeug, genau. Ja, brenn. Ja, Baum. Aus meinem Weg, was mache ich denn? Wie man so hört, so auf einmal so Schwert wird gezogen, ne? Hat das schon wieder gehört? Ja. Und das ist extrem, wie man das hört. Nee, so laut war es jetzt nicht, aber man hört's schon. Wenn man es weiß, dann hört man es halt. Du Baum, du weißt jetzt auch. So, fertig. So, Alex, willst du mal bei uns an der Mauer helfen? Ja. Wieso haben wir den Dschungelbaum direkt vom Haus, Marc? Ja, die sollen da wachsen, damit wir nachher einen großen Baum da irgendwo planten können. Direkt vor unser Haus? Irgendwo in die Mauer. Was? Zu einem Baumhaus. Warum? Weil das keiner aussieht. Alex, du bist doch auch dafür, dass wir ein Baumhaus haben. Ja, direkt vor unserem anderen Haus. Trotzdem. Nee, nicht direkt Marc. Vor unserem anderen Haus. Ey, Marc, holz es doch ab, anstatt es abzufackeln. Nein, boah, die paar Holzblöcke, die kann man darauf, können wir verzichten. Da
Dann mache ich aber wenigstens mit. Okay. Marc, was machst du gerade so? Oh, Mauer ja. weiterbauen. Wo bist denn du? Hinter der Mauer. Oh fuck, au. Und du brennst. Ich weiß. Aber nicht zum Löschen. Ich stelle mich einfach in dich rein. Vielleicht sehe ich nichts. Wo bist du? Wo? Hä? Wo baust du die Mauer? Ach, du baust die einfache. Ja. Noch baue ich die einfache. Ach so, ich bin ja schon voll die zweite Reihe da am Bauen, ne? Also ich die doppelte weiß. Mauer bin ich so quasi am. Ach, Moment mal, kann man da drüber springen? Jetzt bin ich auch am Brennen. Weil mich regenerieren, nicht weil ich nichts gegessen hab. Ach so, brauchst du Essen? Ich geb dir was. Nee, wie baut man eigentlich Essen, nee. Seite 1.4.6 kann man auch so Blumentöpfe machen. Wie macht man die denn? Wahrscheinlich aus Bricks, ne? Mal gucken. Weißt du, was mir letztens auch noch gefallen ist? Nee. Okay. Hiermit geht das nicht. Alex, darf ich dir einen Tipp geben? Nur mit einer. Was? Pools sind in der Regel gleich breit und gleich lang. Muss nicht sein. Also nee, nicht quadratisch, aber ich meine jetzt, so, das ist nicht hier so eine Ecke drin oder sowas, ne? Vielleicht würde ich das so quadratisch haben, also so eckig machen, was das so. Keine Ahnung. Was machst du? Alles hier mal zu Erde. Hast du Erde dabei? 3 Stacks. Oh ja, okay. Dann wird das reichen. Aber willst du jetzt die komplette Wüste hier drin abbauen? Weiß ich noch nicht. Alter, willst du mich verarschen? Verbrenn einfach, bitte. Und zwar schnell. Du störst. Also mag ich mehr dafür, dass wir uns irgendwo eine Baumfarm bauen, aber dafür nicht überall 1000 Bäume rumstehen haben vor dem Haus, weil das sieht irgendwie scheiße aus. Auch Kuhleder dabei, ich kann neue Bücher machen, wobei ich nur 2 Stück machen könnte. Ich habe auch schon 2 noch. Grade. Oh, das Feuer ist übergesprungen, scheiße. Das ist das Problem mit Feuer. Oh, Creeper, oh, Zombie. Ja, okay, da hinten fackelt jetzt eine ganze Baumreihe ab, okay. Ja, ja. Kennst du doch. Manchmal muss ein Feuer tun, was ein Feuer tun muss. Nicht ins Wasser. Da brennt jetzt, mein Freund. Alter, jetzt fängt die Wiese an zu brennen, was ist das denn? Ja, Marc. Geil. Manchmal muss ein Feuer tun, okay. Hilfe. Warte, was machst du wieder für eine Scheiße? Die ganze Wiese fackelt an, seit wann kann Gras denn in Minecraft brennen? Ich wette seit der 1.4.6, Marc, da gab es so viele tolle Neuerungen. Seit das Spiel Real Life getrollt wird, weiter wird. Ausschlagen. Brennt auch mal das Gras auf der Wiese, ne? Haben wir im Real Life auch mal. Ja, vor allem, weil das auf dem Gras brennt. Nicht das Gras selber, sondern auf dem Gras. Nein, nicht mich anzünden. Ja? Ist halt logisch, ne? Total. Oh, jetzt sehe ich es auch. Gut gemacht, Marc. Deckt. Ja, gut gemacht, Marc, ja. Also ich finde auch, wir sollten jetzt die komplette Schuld auf dich schieben. Ja, und auf dein Feuerzeug. Oh ja, Marc, ein Feuerzeug. Das sollte man nicht in Kinderhände geben, Marc. Wie bist du nur auf diese Idee gekommen? Messer, Gabel, Schere, Licht, oder? Wie ging das? Alex, rede einfach nicht. Achso, ja. Genau, das wollte ich auch sagen. Warum ist Licht für kleine Kinder nicht? Nur als ich rein. Also ich meine, Licht ist ja nicht gefährlich. Ach nicht? Ah, es brennt! Ah. Also Alex, wenn du mal 2 Minuten in die Sonne guckst, sag mir nochmal, dass Licht nicht gefährlich ist. Ja, aber wer macht denn sowas? Ich wette, kleine Kinder. Warum machen die das? Ach. Boah, weil die mal wissen wollen, was dann so passiert, weil das so spannend ist und weil ihnen ihre coolen Freunde immer sagen, das ist voll cool und dass sie das auch machen. Oh mein Gott. Aber woher kommen eigentlich diese Sprichwörter so... Diese Sprichwörter. So klaustrophobisch oder so. Woher kommt das eigentlich? Wieso klaustrophobisch? Weil es klaustrophobisch heißt, du Idiot. Alex, ja, das ist, um mal ehrlich zu sein, kein Sprichwort. Klaustrophobisch ist schon eine Wortdefinition, aber. Alex, was ist das hier für ein komisches Holzding? Wieso Holz und Beinbruch? Ja, soll einen Schirm darstellen. Ich weiß nicht, wie ich besser einen Schirm hinkriegen soll. Mit roter und weißer Wolle? Also ja, besser als aus Holz.
Ja, du ersetzt das hier oben, dieses lange. Und vor allem machst du es schlecht rund. Kannst du mal verbrennen, du blöder Baum. Alter, ist der jetzt runtergejumpt? Spasti. Alex, welches Level bist du gerade? 2. Bis zu welchem Level können wir enchanten, Mark?